die KTM im R-Modell. Ganz neue Ausführung, ganz neues Highlight von KTM. Optisch sehr tolles Motorrad geworden, kompakt gehalten für so ein großes Motorrad. Designmäßig auch wieder ganz vorne mit dabei. Tolles Moped. Ja, 217 Kilo Leergewicht. Richtig, um genau zu sein. Über 200 mm Federweg. Auf der Landstraße super zu handeln. Kleinen Lenkimpuls. Macht richtig Spaß. Wir haben auch ein paar kleine Details, die wir euch mal zeigen wollen, was wir bei dem Motorrad entdeckt haben, was, denke ich, erwähnenswert ist. Wir haben hier verbaut zwei Koffer, einen etwas größeren von Touratec und einen etwas kleineren auf der Auspuffseite. Da kann man seinen Helm drin verstauen und kleine Sachen, die man mit dabei hat bei seiner Ausfahrt. Ist auf jeden Fall hilfreich. Man muss zwar beachten, dass man guten Meter breiter ist, also wenn man da irgendwo entlang fahren will, nicht so schmale Gassen wählen wie ohne Koffer, dass man da aufpasst. Die Koffer sehr robust gewählt. Wir hatten ja gestern einen kleinen Ausritt auf der Motocross-Strecke. Mit Rändelmutter fest verschraubt. Man kann auch mitfliegen. Du hast es uns ja gestern bewiesen. Richtig, es ging sogar über den Tebel drüber mit den Koffern und es hat alles gut gehalten, war stabil. Ja, wir haben, du hast schon erwähnt, einen Federweg von 210 hinten und 220 vorne. Vorne, richtig, ja. Es ist vorne eine Telegabel von White Power verbaut, die auch die Einstellmöglichkeiten, Kompressionsstufe auf der linken Seite und die Rebound und die Auswärtsdämpfung auf der anderen Seite hat. Da braucht man nicht sich unter das Motorrad legen und da unten irgendwas einstellen, kann alles von oben einstellen. Sehr gut ist die Einstellmöglichkeit bei der Dämpfung über dieses Drehrad. Man kann, wenn man mit Sozius fährt bzw. stark beladen ist, dementsprechend die Dämpfung oder die Vorspannung variieren. Dann haben wir die einteilige Sitzbank, sehr schmal. Hat den Vorteil, mit Knieschluss zu fahren. Ja, das ist auch sehr angenehm zu sitzen, wenn man eben doch mal ein paar Sitzpassagen hat. Oh ja, da sehen wir noch ein paar Sachen, was mit dabei ist bei dem Motorrad standardmäßig. Ein kleines Bordwerkzeug, womit wir einige Sachen am Motorrad eventuell bauen könnten. Was wir aber nicht mussten. Schaut alles sehr aufgeräumt aus. Die Sicherungen leicht zugänglich. Alles einen soliden Eindruck. Ja. Kabel sind gut verlegt, sehr aufgeräumt sieht das Ganze aus. Hier unten ist auch die Batterie mit verbaut. Eine Gelbatterie, Lage unempfindlich, also auch leicht zu erreichen. Ein weiteres Highlight ist eigentlich der ganze vordere Bereich. Das fängt an bei dem Windschutz, der sich ohne Werkzeug einfach verstellen lässt. Man kann über diese zwei Schiebevorrichtungen den Windschutz nach unten und wieder etwas weiter nach oben verstellen und dann einfach wieder arretieren, links und rechts, und der Windschutz ist wieder fest. Wir haben uns auch ausführlich mit der Multifunktionsanzeige beschäftigt. Ob Schaltblitz, Ganganzeige, es ist alles vorhanden. Schaltblitz ist, glaube ich, sogar variabel einstellbar. Richtig, ab einer gewissen Drehzahl kann man den sagen, ich möchte jetzt bei 5000 Umdrehungen schalten oder vielleicht bei 7000 Umdrehungen, dann kann man das vorher einstellen oder justieren und dann bei der dementsprechenden Drehzahl zeigt er dann an, jetzt hochschalten. Des Weiteren hat man sehr viele Einstellmöglichkeiten, was das ganze Mapping und das Fahrverhalten betrifft. Da kann man über dieses Display diese verschiedenen Sachen anwählen. Die Sachen sind auch während der Fahrt abrufbar. Richtig, man muss aber daran denken, dass man das Gas schließt. Der Schalter ist kurz am Lenker hier oben links mit den verschiedenen Tasten und dann kommt im Display eben die verschiedenen Motors. Wir haben einige ausprobiert, sind mit und ohne MDC gefahren, also sprich Traktionskontrolle. Also die 100 PS ohne Traktionskontrolle im Offroad-Modus, es war gigantisch. Genau, wir hatten ja einen extra Namen getauft. MTC heißt, glaube ich, Matikofener Traktionskontrolle. Ja, das kam von dir, immer für einen Spaß zu haben. Da haben wir auch von den Modin her das mal so aktiviert gehabt, dass wir die Traktionskontrolle ausgeschaltet hatten und den ABS im Offroad-Modus gefahren sind. Und wir konnten sehr gut auf der Motocross-Strecke das Motorrad bewegen. War kontrollierbar, dosierbar, hat Spaß gemacht, sogar auf der Motocross-Strecke mit dem Motorrad.
Ich versuche mal den Modus zu verändern. Die Traktionskontrolle, wie zu sehen ist, ist noch auf 1. Dann den Schalter gedrückt halten. Im Prinzip wirst du immer durchs Menü geführt. Taste loslassen. Man muss es, glaube ich, immer genau in dem Moment, wo das anzeigt, loslassen. Dann ist es ausgeschaltet. Verleitet wirklich zum Schnellfahren des Motorrads. Also das 100 PS im Offroad-Modus ist ein Wahnsinnserlebnis. Richtig, man hat ja die verschiedenen Modus. Man kann eben, wie gesagt, auf der Straße hat man einen Modus, dann hat man den Regenmodus und den Offroad-Modus. Einen habe ich, glaube ich, noch vergessen. Welcher war das noch? Der Sport, richtig. Der Sport, ja. Der Sportmodus mit 150 PS sogar, Maximalleistung. Und ja, damit geht das Motorrad wirklich brachial. Ja, also unbändig. Aber immer gut zu kontrollieren auf der Straße. Einen kleinen Lenkimpuls, dann kannst du es wirklich um die Ecken rum fliegen lassen. Bremse sowieso gigantisch. Ja, was man nicht vergessen darf, ist ein verbauter Lenkungsdämpfer. Der ist also unten quer liegend eingebaut, ist jetzt von oben schwer zu erkennen. Ist auf jeden Fall notwendig, weil Motorrad neigt immer zum Wheelie-Fahren, ob du willst oder nicht. Also der Lenkungsdämpfer ist vorhanden und erfüllt einen tollen Job. Ich hatte auch das Gefühl, wenn man im Offroad damit fährt und man hat ein paar kleine Wellen oder Kanten und man muss eben durch die Kurve durchfahren, damit stabilisiert durch den Lenkungsdämpfer etwas mehr das Motorrad und fängt nicht an so stark zu vibrieren und vom Handling her ist es damit besser. Du hast schon angesprochen, die Bremsen wirken wirklich sehr gut. Die Doppelscheibenbremsen, Radialbremsen sind wirklich eine Wucht. So wie man reingreift, erstens gut dosierbar und wenn man ein bisschen mehr reingreift, auch sofort. Das verzögert das Motorrad mit dem Gewicht. Weil wir gerade bei den Rädern sind, wir haben natürlich auch Reifenluftdruckkontrolle verbaut. Wird dir während der Fahrt kannst du den Luftdruck abrufen, also alles auf dem aktuellen Stand der Technik. Wenn man hier vorne sieht man auch gut die Protektoren, falls man doch mal das Motorrad nach links oder rechts zur Seite legt. Da gibt es bei dem R-Modell diese orangenen zusätzlichen Protektoren. Richtig schmal ist auch das Motorrad allgemein gehalten, wenn man von hinten mal drauf schaut. Das ist sehr kompakt in dieser Klasse. Schmal vom Motor her, auch vom Tankbereich her, schmal gehalten. Jetzt haben wir zwar die Koffer drauf, aber... Der V-Motor ist längs eingebaut. Dadurch haben wir einfach eine schmale Baubreite. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist wirklich die Kupplung. Von der waren wir ja beide sehr begeistert. Die Magura Kupplungsarmatur, sehr leichtgängig, mit einem Finger zu betätigen. Immer gleicher Druckpunkt. Und natürlich auch die Anti-Hopping-Kupplung im Fahrbetrieb. Kein Stempeln des Hinterrads. Eine gute Sicherheit am Hinterrad und eine gute Fahrsicherheit dadurch. Ja. Und was man natürlich auf die Bilder nicht sieht, ist der Sound. Wir haben jetzt bei diesem Modell keinen Kardanantrieb, wie vielleicht bei anderen Modellen in dieser Kategorie normal sind. Und wir haben hier bei der KTM einen Kettenantrieb und eine spektakulär aussehende Schwinge, die von der Duke übernommen wurde. Ist sehr verbindungssteif, sehr stabil die Schwinge gehalten. Dann unser Fotograf hat das Licht bemängelt, es ist zu kräftig. Die Aufnahmen vom H4-Licht waren so stark, dass die Fotos nichts geworden sind. Mir persönlich gefällt das Darkfahrlicht recht gut. Und wie erwähnt, also das Licht ist phänomenal. Ja, sieht auch geil aus, ne? Also sehr gelungen. Allgemein kann man bloß sagen, es ist ein gelungenes Motorrad, was KTM da auf die Beine gestellt hat, auch mit dem R-Modell. Was mir gerade noch einfällt, wenn man das Motorrad ein bisschen hin und her schiebt und man sitzt auf dem Motorrad, ist es dadurch ein bisschen durch die Höhe ein bisschen schwierig. Ich bin nur schon 1,80 groß und habe selbst da ein Problem, das Motorrad ohne Probleme nach hinten zu zirkulieren oder nach vorne. Im Sitzen. Auf was willst du raus? Auf den Rückwärtsgang? Nein, war ein Spaß. Ja, also man muss sich wirklich dran gewöhnen, dass man da ein bisschen höher sitzt mit dem R-Modell als gegenüber dem Standardmodell. Hauptständer serienmäßig, soweit ich weiß, alles da, was man braucht. Steht auch stabil, selbst hier auf der Wiese mit diesem Ständer. 12 Volt Bordsteckdose. Die 12 Volt Bordsteckdose ist sehr gut, wenn man doch irgendwie mit Navigationssystem fahren will. Das kann man einfach vorne montieren und dann kann man das einfach da anstecken. Unser Fazit zu diesem brachialen Offroad-Motorrad ist ein gelungenes Motorrad, ist kompakt gehalten in dieser Kategorie mit den 217 Kilo Trockengewicht, wirklich ein Highlight gesetzt und es lässt sich in allen Bereichen
gut fahren. Wir haben es überall bewegt. Wir sind auf der Straße gewesen bei dir. Wir sind auf Schotterwegen unterwegs gewesen. Und wir waren gestern sogar auf der Großstrecke mit dem Motorrad. Auf der Großstrecke auch noch, genau. Und wir haben überall unseren Spaß damit gehabt, je nachdem, was wir für einen Speed hatten. Auch diese Reifen, trotz dass es jetzt ein Straßenprofil ist, die sich auf Schotter und auf der Motocross-Strecke im Trockenen gut bewegen. Die Fahrhilfen finde ich für sinnvoll. Für den Otto-Normalverbraucher hast du einfach noch mehr Sicherheit. Doll natürlich auch abschaltbar für Marco auf der Strecke. Ansonsten insgesamt gebe ich dem Marco völlig recht, ein gelungenes Motorrad. Wer es sich leisten kann, muss in der Sammlung mit rein, darf nicht fehlen. Ja. Viel Spaß mit der KTM 1190.